Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Deck 5. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen? Schaut mal über meine Task, also hier hin quasi. Seht ihr, dass das orangene Glas da immer so durch? Also das sieht man sehr relativ gut, ne? Dass das orangene Glas da immer noch irgendwie mitgerendert wird. Guck mal, wenn ich hier so hingehe, sieht man... Das ist ja seltsam. Egal, Leute, heute geht es nicht um das Glas, das wir hier unten haben oder um die Slimefarben, die wir ja mittlerweile auch finden. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, ich finde die sehr, sehr cool. Und ich würde ganz kurz noch gucken, ob Günther lebt immer noch. Da bin ich froh. Komm, Günther, kuscheln wir ein bisschen. Also ganz aber Günther. So, heute geht es tatsächlich aber nicht um die Slimefarben, sondern um den Reaktor nochmal. Wir werden heute den Reaktor ausbauen. Was heißt das? Ich möchte heute das Glas überall hinsetzen. Und dann erstmal schauen. Also erstmal wird das Glas überall hingesetzt und dann schauen wir, machen wir weiter. Die Wände müssen auf jeden Fall noch rein und sowas. Wir haben noch viel zu tun. Danach müssen noch Details gemacht werden und so weiter und so fort. Mal schauen, wie viel wir davon heute schaffen. Ich möchte mir jetzt erstmal das Glas schnappen hier. Wir haben ja noch ein bisschen Glas. Ist hier eigentlich irgendwas drin? Nö. Okay. Ich baue das Glas rein, pack mein Inventar leer und wir sehen uns dann gleich wieder. Vielleicht in der Timelapse oder erstmal ohne. Wir sehen uns erstmal ohne Timelapse wieder, würde ich sagen. So, und wir brauchen tatsächlich Light Blue Glas. Für Light Blue brauchen wir natürlich erstmal Blue. Ja, dann nehmen wir, ich nehme einfach mal 64 Lapis mit. Und wir brauchen dafür Light. Und dafür brauchen wir natürlich Knochen. Und das Ganze zusammengecraftet ist natürlich Light Blue Dye. Und wobei, bevor ich das mache, gucke ich mal eben, habe ich noch Light Blue Dye? 56 habe ich noch. Das wird nicht reichen, aber gut, dass ich reingeguckt habe. Dann können wir die auch mal verwenden. Und ja, das craften wir jetzt zusammen und erstellen daraus auch nochmal ordentlich was. Und dann können wir uns Light Blue Stained Glass craften. Easy. Und dann haben wir noch Light Blue, also Light Clay. Light Clay, genau. Light Blue Dye. Gott, schwierig auszusprechen. Haben wir noch über. Jetzt können wir eigentlich hingehen und hier das alles hinsetzen mit Blau. Ich schätze mal, dass es relativ easy sein wird. Von daher mache ich das, glaube ich, mal nicht mit der Timeless. Ich ziehe alles Blau mal bis hier einfach hoch. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ach, kleines Update. Ich bin mit dem Turm hier schon fast oben. Das Glas geht uns so langsam aus. Also ich denke mal, ich werde irgendwann Neues craften müssen. Also wahrscheinlich jetzt direkt hier nach. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Den einen Turm habe ich natürlich gerade schon gemacht. Hier den zweiten ziehe ich gerade komplett hoch. Geht alles in die richtige Richtung, wie ich finde. Und sieht ziemlich cool aus. Wobei ich mir wirklich überlege, diese hintere Reihe Glas an jeder Stelle durch Wasser auszutauschen. Aber dafür möchte ich erstmal den kompletten Turm bauen. Also komplett hochbauen, bis hier irgendwie auch mit dem Weißen und so weiter und so fort. Ich denke mal, wir werden da noch ziemlich viele Stunden dran bauen. Es wird auf jeden Fall kein kleines Projekt, also auch in Livestreams und so weiter. Dienstag übrigens, nächster Livestream, Leute. Also mal schauen. Hier können wir uns nochmal ein bisschen Glas rausnehmen. Ich habe ja mehr als genug Glas erstmal da von den ganzen Farm-Sessions, die ich gemacht habe, weil ich dachte, ich brauche viel mehr Glas unten für, ihr wisst schon, ne? Ihr sag mal schnell... Für den Boden halt. Für die Lava-ähnliche Sachen. Für das Gelbe. Orangene. Feuer, genau. Feuer war das Wort, was mir gefehlt hat. Gut. Ja. Letztes Teil. Und let's go, würde ich sagen, oder? So viel ist nicht mehr zu tun. Nur noch der letzte Teil. Und hier lasse ich mal so einen kleinen Eingang, damit ich da noch reinkomme. Das muss ich mir sowieso irgendwie freihalten in Zukunft. Ich weiß nicht, wie ich sonst an die Beacons kommen soll. Ein Beacon fehlt ja nur noch. Dann haben wir unsere 4 Beacons, die wir haben wollen. Cool. Also hochbauen. Und hier habe ich ein bisschen zu viel gebaut. Aber jetzt sind wir mit allen 4 Teilen oben. Und ich möchte mir mal angucken, wie das aussieht. Vielleicht hier vom Flügel aus. Sieht man nicht so wirklich vom Flügel aus. Vielleicht halt von da aus, wo wir am Ende dann auch stehen werden. Also von hier vielleicht so ein bisschen. Ihr fragt mich also mit Sicherheit bestimmt, warum sind die blau? Ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt. Aber ich kann es ja nochmal ganz kurz sagen. Das sollen die Kühlkörper vom Reaktor sein. Und ich finde, das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Und wir müssen jetzt natürlich diese weiße Wand, die man vielleicht von da hinten, von hier hinter, so ein bisschen sieht. Ne, man sieht sie, ah doch, man sieht sie hier unten so ein bisschen. Seht ihr diese weiße Wand? Irgendwo haben wir sie auch weiter hochgestreckt. Ich glaube, auf der gegenüberliegenden Seite müsste das sein. Diese weiße Wand jedenfalls müssen wir hochstrecken, beziehungsweise wir müssen halt bauen. Müssen die hochbauen, nicht hochstrecken. Ja, hier sieht man das ein bisschen genauer. Also wenn man hier rausguckt, dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja, genau. Hier diese Wand geht von unten bis nach oben. Das heißt, ich brauche weißen Concrete und zwar gar nicht mal wenig. Das hier komplett hoch, das hier komplett hoch, alle 4 Seiten. Und untenrum möchte ich das so ein bisschen... Ja, wir haben es hier schon mal gezeigt, so ein bisschen ausgegraut lassen. Hier fängt es erstmal mit ein bisschen dunklerem Konkret an, wechselt dann in den und dann in den. Das wirkt so ein bisschen, als wäre das hier unten sehr heiß geworden. Und das möchte ich auch noch machen. Zugleich möchte ich auch hier weiter runtergehen. Das heißt, hier diese Glasdinger möchte ich ersetzen
durch eben das Concrete. Das müssen wir alles machen. Das heißt, wir müssen wieder viel Gravel und viel Sand farmen. Es sei denn, wir haben alles da. Ich guck mal ganz kurz, wie viel wir davon da haben. Wie viel Gravel und wie viel Sand. Also Gravel haben wir eigentlich gar nicht so wenig, muss ich an dieser Stelle sagen. Und Sand, auch das könnte reichen. Theoretisch. Ich nehme mal 4 Stück. Weiß brauchen wir mit Abstand am meisten, deswegen nehme ich mal von beiden irgendwann 4 Stacks mit und mache mir damit ganz viel weißen Concrete und müsste den natürlich auch noch verwandeln in weißen Concrete, weil anfangen tun wir natürlich nicht mit weißem Concrete, sondern mit weißem Concrete-Pulver, ne? Und das müssen wir halt verwandeln. Aber zack, haben wir jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stacks. Ich weiß nicht, ob das reicht, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, aber wir probieren es aus und ich... Ja, begebe mich jetzt erstmal zu meiner Concrete Machine. Die ist ja immer noch hier drüben. Hier drüben in dem Bahnhof haben wir die Concrete Machine. Und die benutzen wir jetzt erstmal, machen ganz viel Concrete und bauen den dann im Endeffekt am besten ein. Klingt noch ein Plan. Uiuiuiuiui. Das hat jetzt gefühlt 10 Stunden gedauert. Warum sind die bis hier hinten geflogen? Was ist los? Aber weißer Concrete ist da. Ich weiß, also wie zum Teufel ist das hier reingekommen, aber mal abgesehen davon, weißer Concrete ist auf jeden Fall am Start. Haben wir hier oben auch irgendwie was rumfliegen? Nö, sind auch nur ganze Stacks bis auf 23. Wo kommen die jetzt auch her? Egal. Weißer Concrete auf jeden Fall mit am Start. Und ja, damit können wir jetzt den Reaktor bauen, glaube ich. Und erstmal möchte ich ein bisschen abstecken. Das hier wird ja alles dunkel sein. Und dann werden wir von hier aus, vielleicht, von da aus werden wir anfangen mit dem weißen Concrete. Das heißt, vorher müssen wir noch gar nicht damit anfangen. Das möchte ich jetzt nochmal an jeder Seite so ein bisschen abstecken, dass das irgendwie klar ist. Und von da aus werden wir dann... Oh, guck mal, hier ist ja schon eine komplette Wand. Stimmt, ich hatte ganz vergessen. Und von da aus werden wir dann... Kann ich hier hoch? Geil, ich komme hier sogar hoch. Perfekt. Okay, wir brauchen hier noch Stein kurz. Dann können wir hier, ne, den hier machen. Und das hier ist zu tief tatsächlich. So, hier kommt eine weiße Wand hin. Die weiße Wand wird zu Ende gemacht. Und hier kommt auch eine weiße Wand hin. Ich habe jetzt nicht mehr so viel... Es fängt ja irgendwo hier an. Ich habe jetzt nicht mehr so viele Blöcke. Egal, ich baue einfach mal hier hoch und mache das Weiße da unten dann weg. So, einmal bis nach oben. Das war jetzt zweimal daneben gebaut, sogar zweimal komplett daneben. Egal, Wurst. Und dann gehen wir hier hoch. Und das Ganze, Leute, machen wir, glaube ich, auch mal ganz kurz in einer Third-Person-Timelapse. Weil wir hatten schon lange keine Third-Person-Timelapse mehr. Zumindest in dieser Folge hatten wir noch gar keine. Und das ist ja... Was ist denn da los? Ja, da können wir auf jeden Fall wieder eine Third-Person-Timelapse machen. Indem wir das ganze Weiß hier einbauen. So, das Weiß, was ich hier habe. Ich weiß nicht, ob wir damit auskommen. Aber ich... Ja, vielleicht schon. Wir sind ja nur noch 2 Seiten. Doch, wir kommen damit aus. Viel Spaß mit der Timelapse, Leute. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn wir überall weiße Wände drin haben. Und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich, wirklich gut. Natürlich Details und sowas, Eigenheiten und ja, eigentlich Details. Details ist das einzige Wort, was mir dazu einfällt. Aber ganz viele Details, Rohre oder sowas, die hier rausgehen, ein paar Buttons hier und da und tralala. Also das fehlt natürlich noch alles. Auch das hier sieht gerade ein bisschen komisch aus, wobei das die einzige Seite ist, wo mir das passiert ist, weil die hier habe ich nur hier oben gemacht, weil der Rest schon da war. Aber das sieht, finde ich, alles schon sehr, sehr, sehr cool aus. Wir haben also hier ein richtig cooles Gebäude jetzt quasi hingezimmert, innerhalb unseres Reaktors, innerhalb unserem riesigen Loches. Hätte mir am Anfang jemand gesagt, du machst hier das und das draus, hätte ich gesagt, du hast einen an der Waffel, weil das ist eigentlich schon sehr groß. Aber ich finde es cool. Ich finde den Reaktor irgendwie ziemlich cool. Und ja, jetzt haben wir eigentlich noch ein paar Sachen vor. Die machen wir aber nicht mehr in dieser Folge. Aber ich kann euch ja trotzdem mal was erzählen, was wir vorhaben. Wir möchten, beziehungsweise ich möchte, dass das alles hier noch in den Boden geht. Dass das alles untenrum so aussieht wie dieser Kram hier. Da ich hinter dem Blauen hier Wasser haben, das runterfließt komplett. Das wäre, glaube ich, auch nochmal richtig, richtig cool aus. Und dann von innen braucht man natürlich auch noch was. Also innen drin werden wir auch noch ein bisschen was machen. Ich weiß ja nicht genau was. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier innen drin so eine Treppe haben, die hier lang gehen wird. So also wo man dann so lang gehen kann. Wäre, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich geil. Also hier drin, das hier zum Beispiel, das Gerüst, könnten wir eigentlich schon komplett removen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch noch mal ganz kurz, damit wir hier drin ein bisschen mehr Platz haben. Das ist eigentlich noch ein cooler Task, den wir jetzt noch erledigen können quasi. Innerhalb dieser Folge hier.
Und ab hier mache ich das mal, dass ich die Stäbe hier remove und auch die Teile hier. Das waren ja nur so Hilfsbautenteile, die ich hier hingemacht habe. Obwohl, ich mache das mal immer Stück für Stück und mache hier immer den weg und dann gehen wir hier weiter mit runter. Das hier auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, finde ich. Und wir haben hier drin auch, wenn wir das alles removen, sehr viel Platz drin. Und dann kann ich die Außendinger direkt auch nochmal mit removen. Wir haben noch genau 2 Stacks übergehabt vom weißen Concrete. Das heißt, ziemlich genau geplant. Wir werden untenrum ja noch den einen oder anderen Stack weißen Concrete benutzen. Guck mal, hier geht's auch runter. Geht's in den Beacon sogar noch mit rein. Damals hier alles strukturell gebaut, ziemlich cool. Aber wir können dann auch im Beacon selber hier, können wir quasi fliegen, also im Reaktor selber, können wir hier hochfliegen. Easy, ist gar kein Problem mehr. Und ich möchte hier drauf landen. Das hat instant gut geklappt. Holy shit. Und somit sind wir hier drin auch leer. Und wenn wir jetzt mal gucken, haben wir hier wirklich viel Platz drin. Also safe genug, um hier eine Treppe einzubauen. Vielleicht bauen wir auch einen Aufzug. Wobei, Aufzug wird schwierig. Das Redstone passt hier nicht rein, ohne dass es den Beacon blockiert. Aber eine Treppe. Hier außenrum eine Treppe. Fände ich schon mega geil, wenn das dann der Weg wäre, hoch und runter. Für alle Leute, die keine Elytra haben. Weil das ist aktuell ein bisschen blöde. Dann könnte man hier den Reaktor selber als Treppe benutzen. Und dann würde ich auch gerne hier diese Außenwege. Da könnten jeweils auch noch in Räume führen. Falls wir noch ein neues Projekt machen wollen innerhalb von Craft Attack, was eventuell sein könnte, weiß ich auch noch nicht, könnte man diese 4 Außenbereiche noch machen. Da könnte man, keine Ahnung, da könnte man zum Beispiel dann ein fettes Hundehaus bauen für unseren Hund, für Karl-Heinz, und hier ein fettes Haus für Günther, so, ne, weißt du, für Haustiere oder sowas. Alles noch möglich, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das hier, wie ich finde, schon mal ziemlich geil aus. Der Reaktor auf jeden Fall sehr, sehr weit gebaut. Und ja, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Craft Stack. Die kommt dann wie immer morgen. Und wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.